Herzlich willkommen in Wien. Ich bin Daniel, dein virtueller Fahrlehrer für dieses Tutorial. Hallo Daniel, ich bin's, dein virtueller Fahrschüler Erik für dieses Let's Play. Herzlich willkommen zum Let's Play Tramsim. Wir sind jetzt gerade noch in Folge 0. Wir gucken uns jetzt erstmal das Tutorial hier an. Bist du bereit, einen echten 40-Tonner auf Gleisen durch die österreichische Hauptstadt zu fahren? Also ich bewege ja beruflich 200 Tonner durch die Innenstädte nordrhein-westfälischer Städte und auch bis vor einem halben Jahr in baden-württembergischer Städte. Aber so mit dem Straßenverkehr 40 Tonner, das wird interessant. Fahr ich einen LKW? Das 40 Tonner, das kenne ich so vom... Nein, Straßenbahn. Alles klar, dann legen wir gleich los. In diesem Tutorial wirst du alle wichtigen Grundlagen der Straßenbahn und dessen Umgebung kennenlernen, ohne in Handbüchern oder Anleitungen stöbern zu müssen. Ich muss jetzt tatsächlich mal kurz schon mal reingrätschen. Ich weiß, wir sind jetzt vielleicht eine Minute im Video. Aber ich weiß nicht, ob ich ein Tutorial in Videoform so optimal finde. Als erstes beginnen wir mit der neuen Straßenbahngeneration in Wien, dem Flexity, deinem neuen zukünftigen virtuellen Arbeitsplatz. Hier im Cockpit gibt es viele Hebel und Schalter. Doch keine Sorge, du wirst schnell lernen, wofür diese gut sind, und im Nu kannst du das Fahrzeug fahren. Aber bevor du die wichtigsten Grundlagen der Bedienung des Fahrzeugs kennenlernst, wollen wir noch sicherstellen, dass du dich auch im Cockpit wohlfühlst. Ja. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste kannst du in die freie Cockpit-Ansicht wechseln, okay, um einen guten Überblick über den Fahrerplatz zu erhalten. Mhm. Mit einem weiteren Klick auf die rechte Maustaste fixierst du diese Blickrichtung wieder. Ah. Mit der Leertaste kannst du jederzeit deine Kameraansicht zurücksetzen. Das kenne ich noch aus einem anderen Nahverkehrssimulator. Momentan befindet sich diese in der Nullstellung. Drückst du ihn mit der Taste Q nach vorne, so beschleunigst du das Fahrzeug. Drückst du ihn mit der Taste Y zu dir, bremst du die Straßenbahn ab. Mhm. Drücke die Taste A, um den Fahr- und Bremshebel wieder in die Nullstellung zu bringen, okay, um das Fahrzeug rollen zu lassen. Eigentlich kinderleicht, oder? Wenn du eine Notbremsung machen musst, dann drücke die Taste X und die Straßenbahn bremst mit maximaler Bremskraft und Schienenbremse bis zum Stillstand. Bevor wir losgehen. Da möchte ich mal kurz anmerken, dass das dieselbe Tastenkombination für Straßenbahnen wie aus einem anderen Simulator ist. Ich muss dir noch ein paar Sachen erklären. Kommen wir zum Armaturenpult. Groß auf dem mittleren Touchbildschirm befindet sich der Tacho und zeigt dir an, wie schnell du fährst. Mhm. Links und rechts davon werden die Kamerabilder der Außenkameras angezeigt und die linke wird ausgeblendet, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit überschritten hast. Diese Kameras dienen als Rückspiegel zur Überwachung des Türraums von außen. Okay. Dieser Bildschirm kann noch mehr, aber das kannst du dir später noch in Ruhe ansehen. Jetzt müssen wir uns noch ans Stromnetz hängen. Auf der rechten Seite des Armaturenbretts befinden sich zwei weiße Schalter. Wie die Symbole auf ihnen schon zu erkennen geben, kannst du damit den Stromabnehmer anheben oder absenken oder auch die Taste O dafür verwenden. Mhm. Perfekt, wir sind am Netz. Jetzt wir sind am Netz. Wir die Straßenbahn mal ein wenig auf 30 km/h, damit du ein Gefühl für das Fahrzeug bekommst. Da vorne siehst du eine Haltestelle. Wir bremsen die Straßenbahn davor behutsam ab, damit Fahrgäste ein- bzw. aussteigen können. Der optimale Haltepunkt wird bei den Haltestellen mit einem gelben Punkt in der Mitte des Gleises am Ende der Haltestelle markiert. Ah. Achte darauf, dass du die Straßenbahn genau dort mit der Zugspitze anhältst. Beim Beschleunigen oder Abbremsen musst du aufpassen, dass du dies nicht zu schnell bzw. ruckartig machst, damit die Fahrgäste jetzt aber nicht den gelben Punkt geschleudert werden und es zu keinen Verletzungen kommt. Dadurch verbessert sich nicht nur der Fahrkomfort, sondern trägt auch zur Sicherheit deiner Fahrgäste bei. Mhm. So, das Fahrzeug zu steuern ist nicht so schwer, oder? Nö. Doch der wichtigste Teil kommt jetzt: Passagiere transportieren. Rechts am Fahrersitz befindet sich das rechte Armlehne-Bedienpult. Auf dem steuerst du alle wichtigen Türbefehle. Tür 1, Freigabe. Eigentlich ist das kinderleicht. Zentrales Die Öffnen, Knöpfe zentrales sind der blaue Schließen und der grüne in der Mitte. Mit dem blauen Drucktaster gibst du die Türen frei. Das heißt, die Türen sind noch geschlossen,
Aber wenn ein Fahrgast ein- oder aussteigen will, kann er den Druckknopf an der Tür betätigen und diese öffnet sich dann. Mhm. Dafür kannst du die Taste 4 auf dem Ziffernblock deiner Tastatur verwenden. 4, okay. Mit dem grünen Drucktaster oder Taste 6 auf dem Ziffernblock löscht du die Türfreigabe und die Türen werden sich schließen. Hast du den Abfertigungsgong gehört? Durch dieses akustische Signal weißt du, dass alle Türen geschlossen sind. Du musst daran denken, du bist nicht allein auf den Schienen. Zeige den anderen Verkehrsteilnehmern, wenn du im Gleisbogen abbiegst, indem du den Blinker verwendest. Wir wollen nun rechts abbiegen. Daher drücke die Taste Minus auf deinem Ziffernblock der Tastatur, um rechts zu biegen. Habe ich mir schon fast gedacht. Um den Blinker auszuschalten, drücke einfach die Taste Multiplikation auf dem Ziffernblock deiner Tastatur. Okay. Wenn du mal nach links abbiegen willst, musst du die Taste Dividiert auf dem Ziffernblock deiner Tastatur drücken. Das dachte ich mir jetzt schon. Bei der nächsten Haltestelle zeige ich dir noch eine weitere wichtige Funktion für die Türsteuerung. Neben der normalen Türfreigabe kannst du auch das zentrale Öffnen mit der Taste 1 auf deinem Ziffernblock und zentrale Schließen mit 3, denke ich mal. Wird und gleichzeitig auch alle Türen des Fahrzeugs automatisch öffnen. Mit der Taste 3 auf dem Ziffernblock kannst du das zentrale Schließen verwenden, womit du nicht nur die Freigabe löscht, sondern auch die Funktion des Lichtschranken ausschaltest. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Fahrgäste im Türbereich den Lichtschranken blockieren. Ja. Gratulation. Zurückbleiben. Das sind die allerwichtigsten Grundlagen des Straßenbahnfahrens. Wir läuten nun kurz die Glocke, um ein Warnsignal an andere Verkehrsteilnehmer abzugeben und auf uns aufmerksam zu machen, dass wir uns mit... Die Taste für die Glocke wäre auch noch interessant, mein Lieber. Dazu einfach die Taste 7 auf dem Ziffernblock einer Taste. Okay. Wie lange geht das Tutorial jetzt noch? Das interessiert mich jetzt noch. Ah, okay, ist vorbei. Ja, jetzt gäbe es noch die Tutorials für allgemeine Hilfe. Das sind aber eher VR-Modus. Das werde ich mir angucken müssen. Signale sind hier drin, Geschwindigkeiten. Aber wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Und ich denke mal, wir machen mal einen Fahrplanmodus. Fahrt mit Fahrplan. Im Schichtbetrieb gibt es keine Zeit zum Trödeln. Binde deine Fahrgäste pünktlich zu ihr Ziel. Das ist vermutlich die österreichische Ausdrucksweise. Zu ihr Ziel. Also an ihr Ziel, hätte ich jetzt gesagt. Oder zu ihrem Ziel. Und halte dich an deinen Fahrplan. Der ideale Modus, um zu entdecken, wie es ist, ein echter Straßenbahnfahrer bzw. Straßenbahnfahrerin zu sein. Aber ich glaube, wenn es wirklich österreichisch wäre, dann hätte man BIM-Fahrer gesagt, weil soweit ich weiß, nennen die in Österreich die Straßen... das ist die Schweiz, oder? In der Schweiz heißen die BIM. Ist es in Österreich die Tram? Ich bin durcheinander. So, Linie 1, Flexity, Fahrtrichtung Prater. Ein Covid-Modus. Bedeutet, dass alle haben Masken auf. Komm, wir machen mal eine Tour um 4 Uhr. Und wir lassen den Covid-Modus mal aus. Und wir laden einen... Oh, das geht schnell, glaube ich. So. Ja. Dann machen wir mal schnell ein Screenshot für unsere erste Tour. So. Jetzt wäre es natürlich noch schön zu wissen, wann wir wo Abfahrt haben. Er ist schon am Netz, ne? Ja. Okay. Dann machen wir mal auf. Okay. Ist doch nett. Okay. Und mit 9 mache ich Tür 1. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Fehlermeldung, Statusmeldungen. Ja,
sehe zwar hier nichts von wegen Fahrplan, aber testen wir nochmal alles aus. Links, Mitte, rechts. Okay. Ja. Dann sehe jetzt nicht hier, ob man irgendwo... Ah, 5.15 Uhr, oder? Tätigen. Ja, 5.15 Uhr ist unsere Abfahrt. Dann fahren wir auch erst um 5.15 Uhr. Oh, erst in einer Stunde. Na gut, dann machen wir einfach mal eine Tour durch die Ziel. Also das kann man alles noch nicht bedienen. Das fände ich tatsächlich auch nett, wenn man das noch bedienen kann. Aber naja. Okay, wir dürfen jetzt gerade noch nicht fahren. Federspeicher ein. Okay. Wo mache ich den Federspeicher aus? Da. Lösen. Nee. Ach so. Wir müssen noch die Türfreigabe löschen, ne? Ja. So. Ach, da steht ein Auto. Das ist quasi die Haltestellenbremse dann. Okay. Guten Morgen, wir machen heute einen verfrühten Betriebsstart. So, da war der Punkt. So, dann machen wir mal die Freigabe. Und jetzt sehen wir hier, dass die Leute auch einsteigen in den Displays. Okay, ich glaube, jetzt haben wir aber quasi noch 2 Minuten, wenn man den Fahrplan jetzt einfach eine Stunde vorrechnen würde. Wir können die Zeit auch höher stellen. Okay. Oh, jetzt haben wir 5.13 Uhr. Ui. Das ist nett. Bombardier Flexity Wien. Wir haben den 304 aus dem Baujahr 2019. Riecht ihr diesen Neuwagenduft? Rieche ihn auch. So. Okay, das funktioniert. Wie kriege ich die jetzt wieder zu? Kann ich hier durch die Kameraansichten wechseln? Nö. Kann ich die Tür manuell öffnen? Oh, kann ich, ja. Dann schließen wir die Tür so. Kann ich durch geschlossene Türen durchfliegen? Kann ich, okay. Aber wir sind doch ein netter junger Mann. Naja, ja. Macht schon ein bisschen was her. Finde ich jetzt nicht schlecht. Die einen oder anderen, die kennen den Entwickler des Spieles, ja, ViewApp. Die haben damals für OMSI das Add-on Wien gemacht. Ja. 13.08.2020. Ja. Wir werden jetzt gleich dann mal losfahren um 5.15 Uhr. Und ja, gucken wir mal. So, löschen. Und dann fahren wir mal los.
hier geht's. Uiuiui. Da war ich jetzt gerade kurz am Überlegen, ob das überhaupt passt. Wintenstraße. So, da hinten ist die erste Haltestelle. Werbung für den Tram-Sim. Natürlich. So, da ist der gelbe Punkt am Boden. Ui. Sobald ich die Türfreigabe mache, setzt die Bremse ordentlich ein. Wäre noch schön, wenn der Fahrplan überall zu sehen wäre. Ich glaube, jetzt werden die Autofahrer gewarnt, dass wir jetzt kommen. Troststraße. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ui, das ist interessant. So. Die Anzeige blinkt. Das steht vermutlich für Fahrzeug kommt gerade. Jetzt hat er aber nicht so extremst eingebremst. Jetzt machen wir die Tür noch auf. Wir wollen nicht einsteigen, oder? Machen wir mal Zentrales öffnen. Nö, die wollen nicht einsteigen. Wir haben aber gerade so einen wirklich schönen Move gemacht, wie ich es aus einem anderen Spiel noch kenne. Dieses am Kreis drehen. So, wir fahren zuerst. Davidgasse. Umsteigen zu 7A. Oh. Das war... Ja. Das war jetzt die erste Gefahrenbremsung, würde ich behaupten. Alles in Ordnung da hinten? Irgendjemand verletzt? Nee? Okay. Scheiß Autofahrer. Puh. Okay, ich weiß, warum ich tatsächlich kein Straßenbahnfahrer sein wollen würde. Allein diese Autofahrer. Jetzt könnte man natürlich sagen... rechts vor links, ne? Aber soweit ich weiß, haben Straßenbahnen trotzdem in der STVO, bei uns mindestens in Deutschland, Vorrang. Ich weiß nicht ganz, wie das in Österreich ist. Ich würde aber behaupten, ähnlich. Weil einfach Straßenbahnen haben den viel, viel längeren Bremsweg. Jetzt komme ich nicht zu meinem gelben Punkt vor. Guten Tag, einsteigen bitte.
So. Dann fahren wir hier mal rüber. Alter, was ist das? Jetzt mal ehrlich, wer hat hier Vorrang? Knöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. Vielleicht habe ich ja ein paar österreichische oder Wiener Zuschauer tatsächlich. Die könnten mir dann beantworten, wer bei so einer Situation dann Vorrang hat. Oder sind die gerade durcheinander gefahren? Bin mir unsicher. Weil der wartet jetzt zum Beispiel wieder. So, jetzt rollen wir einfach nur noch aus. Und dann halten wir jetzt gleich an der Ampel an. So. Komm, wir machen erstmal zentrales Öffnen. Jetzt schließen die Türen trotzdem von alleine. Okay. Jetzt geht's für uns, glaube ich, geradeaus. Ich glaube, für uns geht's geradeaus. Ja, doch, es geht geradeaus. Muss nicht blinken. So. Und jetzt geht's wieder auf den eigenen Gleiskörper. Und jetzt geht es, glaube ich, in den Tunnelbereich. Matzleinsdorfer Platz. Umsteigen zu 6. 18. In Richtung Burggasse, Stadthalle, 62. In Richtung Leins, 14a. Lokalbahn nach Baden, S-Bahn. Da ist zum Beispiel jetzt rot. Jetzt ist grün für uns. So. Ich bezweifle aber, dass ich hier unten im Tunnel jetzt blinken muss. Verkehrsmuseum, Remise, okay. Ja. Kliebergasse. Umsteigen zu 18. In Richtung Schlachthausgasse. So. Dann machen wir mal zentrales Öffnen. Okay.
So, dann geht es jetzt einmal links rum. Bin mir halt unsicher, ob ich hier im Tunnel blinken muss, wenn ich abbiege. Ich glaube, es geht immer weiter runter in den Untergrund. Laurenzgasse. 25. Jo. Freigabe rein und jetzt will ich mir das hier mal im Tunnel angucken. Ah, okay. Ich vermute, dass der gelbe Balken, der dann hier war, im Tunnel anzeigt, wo man anhalten soll, weil die U-Bahn-Stationen tatsächlich ungefähr so groß sind, dass hier zwei Züge hintereinander reinpassen. Doppelhaltestelle. Ja. Ja, aber macht doch eigentlich einen echt guten Eindruck, der Simulator. Also mir macht das jetzt gerade tatsächlich Spaß. Auch wenn hier jetzt ich sehe jetzt schon so einen kleinen Macken. Hier steht 301, hier steht D304. Das wäre vielleicht was für einen Bugfix. Aber die Entwickler sind da ja tatsächlich hinterher. Das habe ich schon gesehen, was Bugfixes angeht. Aber dafür muss ich zum Beispiel sagen, ist die Ausgestaltung echt geil. Also mit den Schienen, die hier zum Beispiel einfach rumliegen. Ja. Johann-Strauß-Gasse. Umsteigzug 13a. Ans Tageslicht. Oh, wieder langsam fahren. Ab hier gibt es keine Signale mehr. Tatsächlich eigentlich echt begeistert von dem Spiel jetzt bisher. Ich finde, das macht nämlich tatsächlich Spaß. Also wenn es dafür vielleicht später irgend mehr Karten oder mehr so einen Editor und alles geben wird, könnte das ein gewisses, ja, ich mag da immer dann nicht so die anderen nennen irgendwie. Ein gewisses Konkurrenzprodukt ersetzen, sag ich jetzt mal. So. Hier dürfen wir noch nicht, glaube ich. Ja. Wollen Sie noch einsteigen? Ja. Komm, da sind wir mal so freundlich. Jetzt kommt die Anforderung und jetzt dürfen wir.
Und wir dürfen immer noch, genau. Perfekt. Ja, jetzt schwimmen wir halt auch wieder mit dem Verkehr mit. Meierhofgasse. Ist das jetzt ein Vorsignal oder was bedeutet das jetzt? Besser fahren in der Kreuzung. Nee. Ich glaube, jetzt darf ich wieder fahren. Musst du auch schon fahren. Da wäre ich nicht mehr dran vorbeigekommen. So, Meierhofgasse. Wäre die Frage natürlich, wie weit wir es noch bis zur Endhaltestelle haben. So, mal gucken, ob er uns das jetzt anzeigt wieder. Ach, das ist der Wagenumlauf. 5:58 Uhr. Ja, dann können wir hier, denke ich mal, erstmal eine kleine Pause machen. Ich hoffe, euch hat die erste Folge schon mal gefallen. Beziehungsweise, ja, die erste Folge. Und ich würde sagen, wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Tramsim. Ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye.